Damit den Austausch zwischen Orient und Okzident möglich ist, manche Menschen geben sich ganz viel Mühe, so wie zum Beispiel unseren heutigen Gast Aydin Sevinç. Er ist der Organisator vom Festival und wir sind froh, ihn dabei zu haben. Hallo Aydin. Hallo Maya. Herzlich willkommen bei Lucify.ch. Könntest du dich kurz für unser Publikum dich vorstellen und deine Rolle als Organisator von dem Orient Express Film Festival präsentieren? Okay, danke Maya. Ich bin Aydin Sevinç aus Bern. Und dieses Jahr in Bern, Zürich und Basel organisieren nicht nur einen Filmtag, sondern eine Kulturwoche, damit wir unseren kulturellen Austausch zwischen Okzident und Orient, Orient machen. Und warum ist es wichtig, diesen Austausch? Warum macht ihr diese, warum gibt ihr so Mühe, das zu machen? Ja, warum eigentlich persönlich? Ich hatte auch in der Türkei Dokumentarfilme gemacht und ich war so die Kunst und kulturelle Sachen engagiert. Und ich und die anderen, meine Freundinnen, möchten auch unseren Gedanken, unserem Gefühl und unserem, kulturelle Sachen hier mitbringen, weil wir können auch die avantgardische Kunst und Kultur machen. Nicht nur Kebab oder nicht nur Baklava, weil es gibt auch die Stereotypen, wenn die im Orient kommen, ich weiß, ich kenne die Baklava, macht ihr Film oder macht ihr Musik, so. Und zum Beispiel dieses Jahr haben wir auch aus Istanbul eine super Band, psychedelische Rockmusik, Rockbande mitgebracht, da machen wir auch zwei Konzerte. Und wieso, wir wissen auch mit und wir haben auch große Überraschung, wenn die Leute so überraschen können. Wir haben auch viele Kunst und künstliche Sachen. Und während der unterwegs haben wir auch mit den Leuten kennengelernt, welche aus Iran, aus Kurdistan natürlich, ich bin auch selber Kurde, oder ich aus Istanbul, aus Griechenland kommen. Dann jeden Tag vergrößern wir etwas, damit wir zusammen etwas Kunst und Kultur in der Schweiz machen. Ich wollte fragen wegen diesen zwei Namen, vor allem den Namen von Festival, Orient Express, und auch den Namen von diesem Jahr, Grenzenlos. Worüber geht es bei den Namen vom Festival und vor allem diesem Motto Grenzenlos? Okay, ja, erstes Jahr haben wir mit Zensur angefangen, weil ersten Jahr haben wir nur Türkei und Kurdistan fokussiert, weil dort wegen der Erdogan-Regime gibt es mega große Totalitär und Diktatorialregime. Dieses Jahr haben wir ein Motto Grenzenlos, das bedeutet, ja, wie du gesehen hast oder die anderen auch sehen, das ist auch politisch. Ja. Es gibt Grenzen oder was macht eine farbige Fisch im Kontinent eigentlich? Oder normalerweise darf nicht leben, aber wieso? Wir sind politisch, weil wir sind queer, wir sind Feminist, wir sind Kurd, wir sind Arab, wir sind Rupontus, wir sind vielfältig. Deswegen, das ist eine große, eine kleine Spaß und das ist große, ein Beispiel eigentlich.